Ja, servus und hallo. Im Teil 2 des Psychiatrieprangers bringe ich wieder Filme, die ich schon mal veröffentlicht hatte. In dem Fall sind es drei. Das eine ist eine spätere Aufarbeitung des Themas Soziotherapie aus dem Jahr 2011. Dann der Originalfilm, für den ich damals abgemahnt wurde, allerdings mit anonymisierten Namen. Und das dritte noch, ein dritter Teil, der dann noch später mal zur Information im Jahr 2008 nachgereicht wurde. Damit ich es alles beieinander habe, packe ich es jetzt mal in den Film hinein. Wie immer gilt, wer Fragen hat zum Thema, möge sich gerne an mich wenden. Und bitte Leute, nehmt meine Warnungen ernst vor dieser Soziotherapie. Bitte euch, macht sowas nicht. Ja, das kurz als Einführung. Und jetzt folgen diese drei kurzen Filme von mir. Ich verabschiede mich und wünsche dir noch einen schönen Tag und gebe dir wie immer ein Gott segne dich mit auf den Weg. Servus. Ja, heute möchte ich nochmal berichten über eine ganz andere Geschichte. Hat auch mit Psychiatrie natürlich zu tun. Insofern als die ganze Geschichte bei Psychiatrie und Ethik groß auch angeprangert wurde. Und zwar handelt es sich um die sogenannte Soziotherapie. Ich hatte also, ich verbrachte 4 Monate in einer solchen Einrichtung, habe anderweitig hier auf meinem Kanal schon mal darüber berichtet, das ist mir aber dann untersagt worden und der Anwalt hat mich dann also angeschrieben, Androhung, Unterlassung etc., weil ich Namen genannt habe. Ich nenne also heute keinen Namen. Ich sage nur, es handelt sich um eine soziotherapeutische Einrichtung in Mittelfranken, in der ich 4 Monate verbracht habe. Ich wusste damals in meiner Not, als ich in der Psychiatrie nicht mehr verbleiben konnte in Regensburg, nicht wohin. Details will ich jetzt einmal nicht ausführen. Und mir wurde das dann wärmstens empfohlen und ich habe mir das auch angeschaut. Und bei meinem ersten Besuch hat das alles einen sehr schönen, harmonischen Eindruck gemacht. Als ich jedoch dann dort war, hat sich die Sache ganz anders herausgestellt. Ich habe viele Details vergessen. Das einzig Positive, was ich in Erinnerung habe an diese Zeit, war, jetzt abgesehen von meinem Lerneffekt, dass ich dort Qigong gemacht habe. Und da war eine reizende Dame, die diesen Unterricht gegeben hat, immer Freitag. Eine Stunde, glaube ich, hat es gedauert. Qigong. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das hat mir auch sehr gut getan. Und ich war damals auch noch leichtgewichtiger, als ich es jetzt leider bin. Das hat mir also große Freude gemacht. Also das ist die einzig positive Erinnerung, was die Einrichtung betrifft. Das Schlimme ist, dass diese Soziotherapie furchtbar hochgelobt wird. Sie sei also so eine ganz fantastisch tolle Sache. Ja, und würde also die Leute so auffangen und stabilisieren und bla 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 bla. Letztendlich ist es so, wenn du dorthin kommst als allgemein dummes Lamm und mit einem gewissen niederen Level der Intellektualität und deiner Intelligenz und bereit bist, dich unterzuordnen unter ein Regime, dann kannst du da schon ganz gut gehen und dann kannst dich dort auch entwickeln. Aber sobald du etwas intelligenter bist und weiterdenkst und eben nicht in das Raster passt, so wie es mir ja eigentlich immer gegangen ist, dann erfolgt Druck. Und zwar ganz fieser Druck. Also das Ganze ist dort speziell also auch sehr ultra links orientiert, also ist fast sozialistisch. Und ich habe es immer als Gulag bezeichnet. Und so ist es also auch geführt. Man versucht dich also einfach mürbe zu machen. Mürbe zu machen mit Methoden, die sind so fein und so hinterfotzig. Man versucht dich mürbe zu machen, dass du dich unterordnest. Es ist auch eine Gleichmacherei, also es ist da wurscht, was du bist, wenn du da hinkommst. Du machst genau die gleiche Scheißarbeit wie die anderen auch. Du hast
wirst nicht dann danach, nach so dieser sogenannten Grundausbildung, also dem Grundwehrdienst, sage ich einmal, dort wirst du also nicht irgendwie jetzt deine Fähigkeiten entsprechend eingesetzt, sondern dann musst du da irgendeine andere Scheiße machen, ob es jetzt passt oder nicht. Du hast eine gewisse Wahlmöglichkeit, wird dir vorgespiegelt, aber im Endeffekt nicht. Was auch noch sehr wichtig ist, Psychotherapie, wie sie ja unbedingt erforderlich ist für einen suchtkranken Menschen, weil jeder suchtkranke Mensch hat ja einen psychischen Hintergrund, warum er getrunken hat. Also eine effektive Psychotherapie findet dort ja nicht statt, gibt es ja auch nicht. Das sind ja dort so halb ausgebildete Pädagogen, Sozialpädagogen, ja, diese typische Sozialpädagogen-Gesocks, wobei da die Führer, also die Leiter, die haben es schon drauf, die Leute unter die Kandare zu schieben mit Druck, ne? Sondern es findet Gruppentherapie statt. Und in der Gruppentherapie lässt sich ja da alles auflösen. Aber es ist halt Gruppentherapie der übelsten Form, denn die Leute werden gezwungen letztendlich, und das unter Androhung von ziemlichen Repressalien, sich zu öffnen. Wer sich nicht öffnet, der wird gezwungen dazu. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Der wird gezwungen, sich zu öffnen. Wo sind wir denn? Wird gezwungen vor irgendwelchen Leuten, von denen er einen Teil nicht kennt und einen Teil auch überhaupt nicht mag, wird er gezwungen, seine Seele aufzumachen, sich zu öffnen und darüber zu diskutieren. Ja, wo sind wir denn? Mit Methoden. Ja, jedenfalls, es war für mich dann zunehmender Horror, eben auch diesem Druck immer wieder zu widerstehen. Es hat mürbe gemacht, ganz einfach. Es wurden dann auch in der Abwesenheit, wurde das Zimmer durchsucht, mein Spind durchsucht. Ich habe es festgestellt, weil ich einmal da ein SPD-Abzeichen gefunden habe. Unter meinen Papieren hat es jemand gewühlt und hat es dort vergessen oder mit Absicht hingelegt. Ich weiß es nicht. Mich hat man dann auch mal gezwungen, unter Repressalien eine Sache zuzugeben, die ich gemacht habe. Natürlich habe ich es gemacht, aber ich habe gelogen. Ich habe mich doch von diesem Arschloch, den Namen will ich nicht nennen, von diesem Oberführer, diesem Radfahrtgeilen Oberführer, dort nicht platt machen lassen. Natürlich habe ich gelogen. Ich war der da auf dem Tisch irgendwas versaut hat mit Absicht, weil ich sie die Schnauze voll gehabt habe, aber ich habe es halt nachher nicht zugegeben. Es hat auch von der Gruppe, die Leute haben nicht zu mir gehalten. Es hat mich zwar keiner verraten, aber man hat mir auch nicht Beistand geleistet. Die haben alle Schiss gehabt. Also letztendlich, es war eine schlimme, was habe ich denn schon? Ah ja, ich habe nur Zeit. Also es war eine ganz schlimme Sache. Wichtig ist für mich, es wurde dort effektiv dann auch Respekt vor der Person des, ja, wie sagt man da, des Bewohners in seiner Ganzheit, ja, Pustekuchen. Also es war dann, wurde schon fast belächelt, als ich dann mal gesagt habe, ich würde gerne als besonderer Ausgang am Sonntag mal in die Kirche gehen. Also es ist schon schwierig. Klar, diese Linkssozialisten, die glauben ja nichts, die glauben ja bloß an ihre eigene Scheiße, ja, und die dort sowieso, sind aber groß im Geschäft, gell, also haben eine ISO-Zertifizierung und die Minister gehen ein und aus und der Landrat und der Rotary-Club und all das, ja, wird also groß drüber berichtet und über die Bewohner wird wenig berichtet. Und Berichte von den Bewohnern gibt es schon fast gleich gar nicht, zumindest keine aktuellen. Die sie dann veröffentlichen, die sind dann geschönt, sind teilweise von Bewohnern, die schon lange nicht mehr dort sind, wenn sie überhaupt noch leben. Es wird aber nicht darüber berichtet, dass wenn dann die Leute nach einem Programm, das sie dort vielleicht über Jahre durchlaufen, von dem inneren Bereich sich dann weiterentwickeln in die Außenbereiche, in die Wohnbereiche, in das betreute Wohnen, wenn es dann ganz draußen sind, dass dann 84% ungefähr rückfällig werden sofort. Also es ist eine Glasglocke, die ist ausgedehnt über einen langen Zeitraum, damit viele Leute viel Geld daran verdienen. Der Bewohner hat im Endeffekt überhaupt nichts davon, weil er sich überhaupt innerlich nicht weiterentwickeln kann, weil Psychotherapie ist verpönt, teilweise sogar verboten. Ich kann mich erinnern an eine junge Frau, die war also mehrfach, also wie sagt man da, Polytoxikamie, das wollte man das Wort nicht sagen. Also auf jeden Fall mehrfach süchtig, vermutlich auch Borderlinerin, und die hätte eigentlich in eine Spezialeinrichtung gehört. Beziehungsweise es hätte ihr ermöglicht werden sollen, dass sie
in eine Psychotherapie geht. Das hat mir einfach untersagt, hat mir verboten. Man wollte sie dort mit Gewalt biegen. Kein Wunder, dass die rückfällig geworden ist. Ist doch logisch. Und wenn du rückfällig wirst, dann wirst du erst recht runtergezogen. Dann gab es auch noch so Treffen, immer die Gruppentreffen einmal in der Woche. Und da gab es, glaube ich, einmal im Monat gab es dann, hat sich die ganze Einrichtung, alle haben sich getroffen zu so einem großen Plenum, Forum oder wie es geheißen hat. Und da sind dann auch die Leute nochmal bloßgestellt worden oder sie mussten Erfolgsberichte abgeben. Also es war zum Kotzen ekelhaft. Also ekelhaft, es war effektiv ein Gulag. Ein Gulag. Also ich persönlich kann vor Soziotherapie nur warnen. Nur warnen, Leute, macht es nicht. Versucht es, wenn dann, wenn ihr süchtig seid und nach einer macht eine Entwöhnungstherapie. Dazu werde ich aber zum Thema Sucht werde ich separat noch einmal kommen. Eine Entwöhnungstherapie und dann schaut, dass draußen wieder in euer Leben einsteigt, in einem anderen Umfeld und eine begleitende Psychotherapie macht zur Gescheide und geht nicht in so eine Einrichtung. Ja, und wenn, dann wirklich nur mit der Prämisse Übergang, bis ich draußen was Besseres finde und so kurz wie möglich. Ich kenne jetzt andere Einrichtungen in dieser Richtung von Soziotherapie nur vom Hörensagen, aber da ist gleich noch schlimmer. Ja, deine Arbeitsleistung, abgesehen davon, wird er also auch nicht vergütet, sondern du arbeitest halt dort eigentlich wie ein Blöder. Die streichen dort so um die 2400 bis 600 Euro pro Monat streichen die ein. Das wird bezahlt über die Sozialhilfe, bekommen die pro Platz. Und du bekommst also für deine Arbeit, in dem du mitarbeitest dort und teilweise auch an der Produktion ja beteiligt bist, an der Produktion von Gütern, die dann wieder verkauft werden für einen teuren Preis, bekommst du nichts. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang dann in der Töpferei gearbeitet und das hat mir große Freude gemacht und da habe ich auch eine besondere Begabung, gerade jetzt nicht für dieses Teller-Töpfern, sondern für handgeformte Sachen und habe da wunderschöne Exponate erstellt, einen nach dem anderen, also Zimmerbrunnen, eine wunderbare Katze, zwei Echsen, die waren dann sogar in einer Kunstausstellung, allerdings ohne, dass ich da was davon hatte und wurden dort auch für gutes, teures Geld verkauft. Ich habe davon überhaupt nichts gehabt. Ich habe teilweise leider nicht einmal Fotografien jetzt davon, was ich da alles Schönes gemacht habe. Einen Lesefrosch und so weiter. Also ich habe eins nach dem anderen produziert, das wurde dort verkauft und ich habe im Endeffekt einen Scheißdreck davon gehabt. Ich wurde dann also auch bis zum letzten Moment, als ich gekündigt habe, bis zum letzten Moment, hat man versucht, mich dann noch zu demütigen. Aber wie gesagt, es ist lang vorbei und ich habe auch die meisten Details, muss ich ehrlich sagen, vergessen, weil es mir zu blöd war. Ich habe mir die Namen gemerkt und ich werde sie hier im Teufel tun und sie preisgeben. Noch einmal, Leute, Finger weg, speziell vor Einrichtungen in Mittelfranken, nicht dorthin gehen, auf keinen Fall. Und wenn es ist, ruft es mich an, ich gebe euch gerne Auskunft und schildere euch Details und sage euch auch gerne, welche Art von Alternativen es gibt, bevor ihr euch in eine solche Abhängigkeit begebt. Ihr habt nichts davon, ihr werdet es bereuen. Es ist eine verlorene Zeit. Es ist eine verlorene Zeit eures Lebens und wenn ihr dann rausgeht und rückfällig werdet oder weiß der Teufel, ihr habt nichts davon gehabt und ihr steht mit genauso wenig da wie vorher. Ganz im Gegenteil, ihr habt noch mehr Verletzungen zugefügt bekommen und dürft wieder von vorne anfangen. Also lasst die Finger davon. Es ist nur eine Sache, es ist nur eine Luftblase, die hochgeblasen wurde in den Jahren, um die Psychiatrien angeblich zu entlasten und die Therapieeinrichtungen zu entlasten und dass einige Leute dort dicke, dicke Kohle damit machen. Ja. So, das jetzt noch der zweite Pranger heute, kurz und schmerzlos. Und damit lasse ich es mal bewenden. Ich komme aufs Thema Sucht sicher in meiner Reihe hier noch einmal in einer speziellen Reihe Sucht zurück. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und passt auf euch auf. Servus.
Thank you.
zum Schluss wünsche ich euch, dass, egal wie dunkel der Weg auch sei, wie endlos der dunkle Tunnel auch erscheint, es möge euch immer ein Lichtlein, ein Flämmlein, ein Lichtlein der Hoffnung leuchten.